Hallo Leute, herzlich willkommen zur 9. Folge des Redstone Taschenrechners 2.0. In dieser Folge möchte ich gerne den Dividierer fertigstellen und damit den gesamten Taschenrechner. Und der Shader ist aus. So, in dieser Folge wollte ich gerne den Dividierer fertigstellen und ich würde dann noch einmal den Rechner testen, wenn ich soweit komme. Also in der letzten Folge wusste ich nicht so ganz so genau, glaube ich, was der Fehler war, aber jetzt weiß ich's, nämlich hier, dieses Kabel hier ist auch falsch. Ich reiße es auch erstmal jetzt lieber ab. Weil es ist nämlich falsch. Das soll nicht abgerissen werden. Ich erkläre gleich, wenn ich das Kabel abgerissen habe, was da dran jetzt genau... Also das Kabel hier ist... Nee, nicht was falsch ist, sondern was jetzt richtig wäre. Ich reiße jetzt erst einmal dieses Kabel hier ab und... Richtig wäre nämlich gewesen. Oh gut, fertig. Richtig wäre gewesen, wenn... Hier hinten einmal. Wenn hier, wo ist das gerade? Das hier ist das Ergebnis, glaube ich. Ja. Oder? Ja, genau. Wenn dieses Kabel hier aktiv ist. Dieses hier, dann sollen die da hinten alle gesperrt werden. Oder ich überlege gerade, ob es vielleicht noch schlauer wäre, einfach hier unten zu sperren. Also man könnte einfach das Kabel hier unten dann sperren, dann würde auch überall hinten... Nee, das wäre falsch. Wenn dieses Kabel hier an ist, dann sollen alle weiteren Kabel hier hinten auch an sein. Heißt, ich baue jetzt hier so eine Leitung oben drüber. Wo dann hier mal jeweils Fackeln drankommen, dann hier ein Repeater und dann hier Redstone. Und hier drauf kommt jetzt eine Fackel. So. Nee, andersrum. Genau. So, das jetzt nämlich, dieses Kabel hier ist an, wenn das das Ergebnis ist. So wie es hier der Fall ist. Hier ist das Kabel an, weil nämlich... Hier das Ergebnis ist nämlich
Wie rum ist das aufgebaut? Gut, 2, ne? Ja, 2 ist das Ergebnis. Und, warum ist 2 das Ergebnis? Was ist das? Ach so, acht durch 4 ist 2. Nee, 4 durch 2. 4 durch 2 ist 2. Das ist richtig. Das kommt hier hinten raus. Deswegen leuchtet das hier. Und weil jetzt hier das Ergebnis ist, sollen jetzt alle Sachen, die dahinter sind, können nicht mehr das Ergebnis sein. Weil immer das Erste, wo das hier an ist, ist das Ergebnis. Heißt, hier muss ich jetzt einfach diese ganzen... Weil hier hinten seht ihr zum Beispiel... Wo ist es? Wo ist es? Hier. Hier ist das Kabel nochmal an und das ist falsch. Das muss gesperrt werden. Und das mache ich jetzt dadurch, dass ich jetzt ab da, wo das richtige Ergebnis rauskommt, alle Ergebnisse dahinter einfach sperre. Dann wird es am Ende noch einmal vor dem Dividierer noch einen Teil geben, der einfach ausschließt, dass durch 0 dividiert wird, weil das geht ja nicht. Und in dem Fall von diesem Dividierer würde dann auch einfach... Also in dem Fall von dem Dividierer würde dann hier hinten einfach immer noch das gleiche rauskommen wie vorne. Okay. Das brauche ich hier jetzt nochmal. Okay. Und wo könnte ich das gut hinkopieren? Okay, am besten da drauf. Ich klone jetzt einmal von hier bis nach da. Und mach das jetzt einmal dahin. So. Oh, da ist noch ein Fehler. Und noch einen Fehler habe ich gemacht, glaube ich. Ja. Wenn das eingeschaltet ist, sollen die hier an sein. Heißt, das hier muss doch mit einem Redstone. Okay, das ist auch falsch. Das hier muss ich ändern. Hier muss ein Block hin. Nee. Hier. Da dran eine Fackel. Dann hier sowas.
Okay, jetzt klone ich das Ganze einfach nochmal. So. Und nee, gar nicht, was da. Ist da. Ist da. So. Okay, das ist immer noch falsch. Hier muss natürlich eine Fackel hin. So. Ich hatte gerade die Zwischenablage gelöscht, aber ich habe die Aufzeichnung der Zwischenablage aktiviert. Und also das kann man über Windows V machen. Und dann kann man mit Windows V sich immer die letzten Zwischenablagen-Sachen anzeigen lassen, die dann einmal anklicken und dann ist das die aktuelle Zwischenablage. Also Zwischenablage ist das, was man mit Steuerung C kopiert und mit Steuerung V einfügt. So, und weg, weg, weg. So. Jetzt noch einmal hier einfügen, damit das Modul hier auch richtig ist. Das hier ist ja ganz falsch. Nee. Das hätte nach da gemusst. Jetzt einmal hier. Und hier, das hier kann weg. So. Jetzt das Modul auch richtig und jetzt müsste der Dividierer auch einsatzbereit sein. Also ist falsch. Ja. Ich habe die Fackeln vergessen. Ich setze am besten als erstes einmal hier eine. Ich habe diese Fackel hier vergessen. Die muss da noch überall hin. Ups. Hier.
Und fertig. Hier ist das fertige Ergebnis. 2. Der Rest ist aber irgendwie falsch. Ui. Ui. Den Rest habe ich irgendwie falsch gemacht, glaube ich. Irgendwie ganz falsch. Okay, der Rest ist noch falsch. Da muss ich mir noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Aber der Teil hier funktioniert zum Beispiel schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal zum Beispiel acht durch zwei Teile. Dann kommt da 4 raus. Richtig. Und wenn ich jetzt 9 durch 3 teile, kommt da 3 raus. Richtig. Und wenn ich jetzt 10 durch 3 teile, dann müsste da jetzt Rest 1 rauskommen. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Weil hier erstens eine Fackel hin müsste. So. Das schon mal. Außerdem müsste auch noch durch dieses Kabel hier, wenn das an ist, müsste auch das hier unten angehen. Hier ist aber ein Verstärker, heißt, ich kann hier was reinleiten, heißt, ich kann das. Das hier so machen. Nee, kann ich nicht. Darf ich nicht. Weil dadurch würde das ja nicht mehr gesperrt sein, wenn das hier aus ist. Aber das ist ja nur an, wenn es gesperrt ist. Ich muss hier. So, Fackeln hinmachen. Dann geht das. Okay, das baue ich jetzt noch einmal überall. So, jetzt ist das auch fertig. Und jetzt fehlt nur noch hier. Hier ist irgendwie beim Mehrfachkopieren und so hat sich, glaube ich, hier einfach eine Lücke eingeschlichen. Und die muss ich jetzt auch noch schließen. So, das ist auch fertig. Und jetzt ist es aber immer noch falsch und ich weiß noch nicht warum. Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall falsch. Denn, oder?
Nee, es ist richtig, ne? Das hier ist 9 durch 3. Und dabei kommt 3 raus. Und das hier ist nicht 10 durch 3, sondern 11 durch 3. Dabei kommt 3 Rest 2 raus. So, Rest 2 ist angekommen. Und dabei müsste jetzt Rest 3 rauskommen. Ach nee, natürlich kein Rest 3, ist ja logisch, ne? 12 durch 3 ist dann einfach 4. Das müsste man jetzt auch hier sehen. Ja. Okay. Dann jetzt noch einmal zum Test. Das ist, glaube ich, so, wie ich gedacht habe. Ja. Also das Ergebnis, diese Zahl hier, der Rest ist genau spiegelverkehrtes Ergebnis wie das da. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, also das stört jetzt nicht. Das muss man nur einfach bedenken, dass man das nicht vergisst. So, jetzt sollte das hier hinten dran angeschlossen werden, hier dran. Und der Rest muss irgendwie noch eine extra Anzeige bekommen. Aber das gibt es in der nächsten Folge. Und er ist also der schwierigste Teil des Taschenrechners, ist jetzt fertig. Jetzt muss nur noch ein bisschen Kabel verlegt werden, eine neue Anzeige gebaut werden, die vielleicht noch schwierig wird. Also die Frage ist, wie ich das mit dem Umrechnen dann nochmal mache. Aber ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen und sage Tschüss.